Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das war so das Leitwort. Und die Vanessa aus dem Jugendkreis, die jetzt auch demnächst verabschiedet wird auf die Färöerinseln, wir haben es vorhin gehört, die hat euch so ein Bild gemalt, zu sagen, ja, so sieht es manchmal aus. Wir wollen jetzt auch gleich darüber sprechen, was eigentlich dieser Vers bedeutet. Ich hänge es mal hier vorne hin, dann kann man zwischendurch mal darüber nachdenken. Zum einen erfreut das Licht und macht es uns froh, wie an diesem Tag. Manche freuen sich schon vielleicht auf das Fest und auf das Baden gehen, die anderen. Das freut uns und wir sehnen uns nach dem Licht, aber besonders auch dann, wenn wir eben schwierige, bedrückende Erfahrungen machen. Wir spüren an diesem Tag, wir brauchen das Licht essentiell. Und zwar jetzt nicht nur als schönes, nettes Bildwort, sondern wir brauchen es in Form von Jesus Christus, der sagt, ich bin das Licht, der sowohl die schöpfungsmäßig das Licht geschaffen hat, durch ihn ist die Welt gemacht, heißt es mal im Neuen Testament, als auch derjenige, der euer Leben auch begleitet. Ich bin das Licht der Welt und für euch und mein erster Gedanke auch eben in Schule und Beruf. Ich fand es sehr interessant, wir haben öfters mal so am Anfang ja eine Zeit gehabt, wo wir über die Highlights und Lowlights der Woche gesprochen haben und dann ganz oft, ihr erinnert euch, kam ja so als Lowlight oder als Schwierigkeit die Frage der Prüfungen, der Arbeiten, die anstehen. Das ist einfach etwas, was immer wieder auch mitgegangen ist und das kann, glaube ich, jeder verstehen, der Prüfungen hinter sich hat oder auch mal vor sich hat. Das macht schon was aus, unsere beruflichen Erfahrungen, da wo man dann 8 Stunden drinsteht. Neulich sagte mir jemand, er ist nach Jahrzehnten gekündigt worden. Das macht mit uns was aus. Also manchmal sind es kleine Schwierigkeiten, manchmal auch größere. Und jetzt zu sagen, Jesus auch Licht, auch in Schule oder später im Beruf. Ein wichtiger Gedanke. Der Petrus, der hat das nämlich so selber erlebt. Ihr wisst ja, der ist rausgefahren nach der Ostergeschichte, weil er eigentlich verwirrt war, nicht so richtig wusste, was kommt jetzt als nächstes. Und da zu einem großen Fischfang, wie er dachte, die ganze Nacht gefischt, gearbeitet. Es war also Nacht, Thema Nacht und Licht. Es war also Nacht und die ganze Nacht gefischt und es war nichts, nichts im Netz. Frustrationserfahrungen, Enttäuschungen. Man hat so geplant seinen Weg. Man hat sich gedacht, so müsste das doch eigentlich laufen. Und dann auf einmal, es wird nichts daraus. Mit manchen Planungen, das erleben wir in dieser Corona-Zeit. Es wird nichts darauf. Und dann das Interessante, was uns dann die Bibel berichtet, an diesem Morgen, als es morgen, der Morgen graute, stand er am Ufer, Jesus. Und er sah das Boot und rief so zu seinen Jüngern, zu dem Petrus rüber und sagte, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Kinder als Liebesform damals so gebraucht, eine vertraute Form. Heute wird man sagen, hallo Freunde, was ist los? Habt ihr nichts zu essen? Und das ist das, was Jesus auch immer wieder in unser Leben hineinspricht. Er ist interessiert daran, wenn es nicht so läuft. Hat es nicht geklappt, vielleicht mit der Prüfung, mit der Arbeit oder mit dem Studienplatz, hat es nicht so geklappt. Hat es nicht geklappt mit euren Planungen? Jesus ruft uns das entgegen. Er sieht da hinein. Hast du nicht die nötige Erfolg oder Bestätigung bekommen, die du dir erhofftest? Vielleicht auch durch sportliche Erfolge oder irgendetwas anderes? Hat es nicht so geklappt? Ich kann mich daran erinnern, bin auch sportlich immer aktiv gewesen bis heute, Tischtennisspiel und ich hatte es verloren. Und ich war so abgrundtief da enttäuscht. Ja, das machte was aus, das bohrte. Auch im Selbstbewusstsein. Und dann zu sagen, ja, da weiß ich, da ist einer, der mit mir geht, der mir deutlich macht, daran hängt nicht so viel an meinen Leistungen oder wie ich bei den anderen ankomme, ob die mir Beifall klatschen oder nicht, sondern einer, der mitgeht, dem ich vertrauen kann, dem ich wichtig bin. Jesus, Licht der Welt. Und damals hat Jesus gesagt, werft das Netz nochmal aus.
zur Rechten des Bootes. Normalerweise fischt man nur nachts, aber Jesus sagt am Tag, werf's nochmal aus. Und dann geschah das Wunder, Gott wirkte das dort, dass plötzlich das Netz voll war. So kann Gott Dinge wenden, gebrauchen, kann sich zeigen, dass er da ist und kann deutlich machen, du bist nicht alleine. Ich kann die Dinge noch drehen. Hab noch mal Mut, geh noch mal ran, geh noch mal ein zweites Mal ran. Und das haben alle schon gemacht, diese Erfahrung. Man muss es noch mal probieren. Man weiß, okay, das ist im Leben so, aber ich gehe auch nicht alleine. Gott kann in besonderer Weise auch gerade da wirken, da wo wir verzagt sind oder die Dinge uns entgleiten. Den Blick abwenden in dieser Situation, nicht auf das Versagen, nicht auf das Schlechte, und das fand ich bei dem Bild so toll. Lauter Menschen, die nachfolgen, die ausgerichtet sind, nicht auf die Finsternis, sondern auf den Lichtblick, der da von oben kommt. Und zu sagen, ich lasse mich jetzt nicht von dem Dunklen rechts und links bannen. Das ist es ja meistens. Wenn man da schlechte Gedanken hat, dann kommen noch viele schlechte Gedanken aus der Vergangenheit noch dazu. Aber zu sagen, ich lasse mich faszinieren von dem, was Gott mir ist und schon geschenkt hat und weiter schenken wird. Das wünsche ich euch so für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Lasst euch nicht abbringen von dem einen oder anderen, sondern Jesus geht mit euch und er wird euch auch weiter beschenken. Nachfolgen heißt, ihn wichtiger nehmen als die Ergebnisse des eigenen Bemühens, auf seine tröstende und wegweisende Stimme hören, auf seine Anweisungen eingehen und tun, was er sagt. Der zweite Gedanke. Was heißt es, Jesus ist Licht? Licht in Unrecht und Schuld. Ist interessant, dieses schöne Wort, ich bin das Licht der Welt. In welchem Zusammenhang das in der Bibel steht? Man könnte sagen, es wurde in einem Gerichtssaal gesprochen. So wird man heute das sagen. Da stand nämlich eine Angeklagte, eine Schuldige, eine Frau stand dort. Bei frischer Tat hatte man sie ertappt. Ja, sie hatte ihren Mann betrogen, sie war fremdgegangen. Damals die Strafe, Steinigung wäre jetzt nötig. Und die harten Stimmen der Ankläger prasselten auf sie ein. Jesus sollte sie jetzt auch verurteilen. Und Jesus sagte zu den selbstgerechten Anklägern, wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Alle ließen die Steine fallen. Und Jesus sagte, so werde ich dich auch nicht verdammen. Die Frau konnte frei ausgehen, weil der Jesus Christus ist, der am Kreuz für unsere Schuld und Sünde gestorben ist. Für das, was wir nicht richtig gemacht hatten, vielleicht manchmal auch sogar willentlich, absichtlich. Dafür ist er am Kreuz gekommen und gestorben, für unsere Schuld. Dafür hat er schon bezahlt. Wir spüren manchmal das Dunkle nicht nur außerhalb, nicht nur in den Umständen, manchmal im eigenen Herzen. Und dann kämpft man dagegen an, manchmal vielleicht, und schafft es nicht. Da brauchen wir dieses Licht. Gib uns dein Licht, deine Führung, deine Kraft. Und Jesus sagt, ich bin das Licht. Ich finde, Michael Holach hat es schön deutlich gemacht. Das Licht macht manches deutlich. Es macht etwas kenntlich, manchmal auch Dinge, die verborgen sind. Aber das ist gut, dass manches rauskommt, damit es entsorgt werden kann. Auch da, wo Brüche sind, Verletzungen im Leben, vielleicht auch durch andere. Da, wo andere mit Finger auf uns zeigen, vielleicht sogar Recht haben, vielleicht aber auch Unrecht. Und dann zu sagen, ich habe einen an meiner Seite, der rechtfertigt mich. Der steht hinter mir bei den Dingen, die zu Recht mich anklagen, wo man sich selbst anklagt, zu sagen, da darf ich um Vergebung bitten. Und ich habe einen, der hinter mir steht, auch wenn andere einen anklagen und es ist verkehrt. Zu wissen, ich gehe da nicht alleine durch. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Nachfolgen, das ist so, wird hier eigentlich gut dargestellt. Das heißt einfach, Jesus vor Augen haben. Jemand hatte aufgeschrieben, Jesus als Vorbild haben. Zu sagen, ja, da möchte ich nachdenken, wie hat er gelebt? Und daran möchte ich mich auch in meinem Leben orientieren. Dann müssen wir Schuld nicht verdrängen auf andere, sondern kann man dazu stehen. Dann müssen wir nicht irgendwas abschieben. Nein, dann können wir um Vergebung bitten und mit ihm gehen. Er sagt, ich gehe voraus. Er bahnt uns den Weg auch in die Zukunft. Jesus sagt, ich verurteile dich auch nicht. Und dann wird es in dem Leben dieser Frau wieder hell. Sie kann gehen, erleichtert, froh, dankbar. Neue Energie wird auch in euer Leben hineinfließen.
Jemand hatte das Stichwort aufgeschrieben, Lebensenergie. Das, was Gott sagt, gibt uns Lebensenergie durch Christus. Und diese Konfirmation wird euch Lebensenergie mitgeben. Jesus nachfolgen heißt dann aber auch dem anderen vergeben, auch loslassen. Auch da, wo andere Menschen an einem schuldig wurden, loszulassen. Und der dritte Gedanke, Licht des Lebens. Jesus, Licht des Lebens. Er wird das Licht des Lebens haben. Im Unterricht haben wir so Jesus kennengelernt und ihr dürft dieses Licht des Lebens nicht nur für euch haben, sondern nach so einer Konfirmation, wenn man gestärkt wurde, wenn man etwas mitbekommen hat, wenn man etwas gelernt hat, auch in der Schule oder sonst wo, man kann das ja anwenden. Und das, was Gott euch mitgegeben hat, könnt ihr anwenden in eurem Umfeld, angefangen der Familie, es weitergeben und anders leben von dieser Liebe Gottes her oder bei den Freunden, wenn jemand fragt, oh, Konfirmation, wie war es denn? Kann man ja auch sagen, es war nicht nur schön und nett, sondern da war auch ein Segen drin, der hatte mir etwas zu sagen. Und da spüre ich, wir hatten den Leitvers, Jesus, unser Licht. Ja, etwas weitergeben von diesem Licht des Lebens. Ihr habt etwas zu geben, eurem Umfeld, letztlich auch dieser Welt, der Zukunft. Oder dadurch, dass ihr euch in der Gemeinde engagiert. Einige haben es getan im Kindergottesdienst oder hier auch beim Einsammeln der Kollekte, Café Silberburg, Aktionen im Teamkreis. Es gibt viele Möglichkeiten zu sagen, ich bringe mich für andere mit ein. Und ihr werdet später Jesus als Licht weiter hinaustragen. Dauert nicht mehr lang, dann wird vielleicht FSJ für euch kommen. Und so wie die Vanessa, die das Bild gemalt hat, wird dieses Licht hineintragen, auch auf die Färöer Inseln. Jesus, unser Licht, gibt Orientierung, zeigt den nächsten Schritt. Und dieses Licht, und das ist das Großartige, das führt am Ende zum Leben, auch zum ewigen Leben. Das heißt, wir haben ein größeres Ziel. Es geht nicht nur darum, hier irgendwie gut durchzukommen, sondern wir haben auch ein größeres Ziel von Gott her gesetzt. Das ist einmal bei ihm ankommen. Auch das macht das Bild ja deutlich. Ja, unser Leben ist hier endlich und doch es ist ein Übergang zu diesem einen großen Ziel, bei ihm anzukommen. Jesus führt zum ewigen Leben. Zum Lazarus, der damals gestorben war, da hat er nur zwei Worte gesagt. Drei Worte. Lazarus, komm heraus. Er hat ihn auferweckt. Als Zeichen dafür, dass er uns alle auferweckt. Wer Jesus hat, der hat Leben und der hat ewiges Leben. Noch einmal, vielleicht das, was ihr selbst gesammelt habt. Was heißt Jesus nachfolgen? Gemeinschaft mit ihm haben, in der Bibel lesen, darin gestärkt werden. Geborgenheit erhalten, Sicherheit, Zuflucht waren die Stichworte. Die Gemeinde gehen, und das fand ich so toll von euch formuliert, Jesus in den Alltag mitnehmen. Dafür möchte ich jetzt noch beten. Wir danken dir dafür, dass wir dich in den Alltag mitnehmen dürfen. Heute ist natürlich erstmal Festtag. Letztlich auch mit dir zu feiern, auch da und dort unter schwierigen Umständen, aber doch zu wissen, du bist unser Licht, auch in solchen Situationen. Und wir danken dir dafür, dass wir nicht alleine sind, sondern dass da Menschen sind, die mit uns mitgehen. Wir bitten dich noch einmal, dass du den Konfirmanden da schenkst, dass mit der Konfirmation so ein Doppelpunkt gesetzt ist. Jetzt erst recht diese Beziehung zu dir stärken, suchen und jetzt erst recht andere Anteil daran haben lassen, an deiner Liebe, an deiner Freundlichkeit. Du wirst sie auch fähig machen, auch später im Berufsleben oder als Frau, als Mutter, ihren Weg zu gehen. Dafür danken wir dir, dass wir das heute schon feiern dürfen. Amen.